Rohe Kartoffeln schneiden Sie zunächst in dicke Scheiben und dann in gleich große Stifte. Die Kartoffelstifte legen Sie in Wasser ein, so verlieren Sie einen Teil Ihrer Stärke. Für Pommes frites eignen sich übrigens am besten vorwiegend festkochende Kartoffeln. Das Frittierfett auf 140 Grad vorheizen. Nach etwa einer Viertelstunde die Kartoffeln abschütten. Die verbliebene Stärke in den Stiften macht die Pommes später schön knusprig. Zum Trocknen kommen die Kartoffeln nun zwischen zwei Lagen Küchenpapier oder Küchentuch. Zum Frittieren müssen die Kartoffelstifte schön trocken sein. Portionsweise werden die Kartoffelstifte nun in der Fritteuse vorgegart, jeweils etwa 5 bis 6 Minuten. Danach geben Sie die Pommes auf ein Küchentuch zum Abtropfen. Das Frittieröl auf 175 Grad erhitzen. Kartoffeln portionsweise etwa 2 bis 3 Minuten frittieren. Schließlich sind die Pommes schön braun und knusprig. Nur noch salzen und sofort servieren.